Es war immer für mich eine Ehre, mit solchen Spielern spielen zu dürfen. Ja, ich denke, hat auch in der ersten Saison, wo ich gekommen bin, hat Teddy de Beer den Platz genommen und nachher eine super Saison gemacht und war wirklich ein großer Rückhalt. Ja, und noch ein Bild, wo ich vor ihm habe, das durch ihn auch gesehen, wo er den Penalty, Elfmeter, so ihn gehalten hat und damit wir uns für den Europa League Final qualifiziert haben, das ist eigentlich die Erinnerung. Ja, Stefan war mein Nachbar in Dortmund und ja, sehr schneller Spieler, wo uns viel gebracht hat, Erfahrung und auch eben ein Spieler, wo viele Titel gewonnen hat und ich denke, mit solchen Spielern, dank solchen Spielern haben wir auch die Champions League gewonnen. Ich denke, wo er gekommen ist, war noch offensiver Mittelfeldspieler, hat sich dann nachher nach hinten fallen lassen und hat ja eigentlich schon den modernen Libero gespielt und ja, unglaublicher Fußballer. Leider hatte ich Pech am Schluss, aber war schon damals ja, ein bisschen Trainer, schon als Spieler und ja, das hat man dann auch danach gemerkt. Ich denke, Giulio ist sicher ein spezieller Spieler, unglaublicher Spieler, wo er gekommen ist, von Juventus. Unglaublich körperlich stark, ja, gute Technik und ja, war ein super Typ. Und ja, solche Spieler hat es gebraucht, um die Titel zu feiern. Ja, Jörg war sicher für mich spezieller Spieler, weil wir oft beide auf der linken Seite waren und uns gut verstanden haben. Eigentlich ein Spieler, der von, kam aus Freiburg, hat super Entwicklung gemacht und eine super Karriere, super Typ. Ein Spieler, solche gibt es eigentlich gar nicht mehr, wo die ganze Karriere bei einem Verein gespielt hat. Ja, aber er hat viel gearbeitet für die Mannschaft und was unglaublich war, der war unglaublich torgefährlich. Ich wusste, wenn man da auf der Seite ist, wenn man auf den zweiten Pfosten flankt, da hat sich einer wieder einen Lauf gemacht und oft stand er da und hat sehr viele Tore so gemacht. War schwierig für ihn, weil er natürlich vom falschen Verein kam und musste viel unten durch, aber hat sich unglaublich entwickelt und ja, hat uns den Rücken immer freigehalten und angeschrien, positiver Typ. Ja, ein unglaublicher Spieler, technisch sehr stark und ja, der hat uns etwas spielerisch gebracht, wo wir nicht hatten und ja, wie ich gesagt habe, dank solchen Spielen haben wir auch die Champions League gewonnen. Ja, Andi, unglaublicher Turbo, beim Sprint waren alle voll und dann konnte er noch zulegen. Ja, war auch ein guter Typ und viele Tore, viele Assists gemacht und war ein super Spieler. Ja, war mein erster Stürmerpartner hier in Dortmund. Ich habe auch viele Tore dank ihm gemacht. Der hat alle Gegenspieler verrückt gemacht, ist unglaublich viel gelaufen und ich habe davon auch viel profitiert. Unglaubliche Sprungkraft, Kopfballspiel war unglaubliche, gute Laufwege und ja, es war immer gut mit ihm zu spielen, weil wir haben uns schnell verstanden und jeder hat dem anderen das Tor gegönnt und war eine schöne Zeit. Ich denke mal, als Schweizer hatte ich das Glück, ja, mit Spielern, wo in großen Ligen gespielt haben vorher. In Italien war damals die größte Liga und die hatten auch alle fast Nationalspieler, entweder aus Deutschland, Brasilien, Portugal und es war immer für mich eine Ehre, mit solchen Spielern spielen zu dürfen.